Die Leute auf den Jahrmärkten haben, und das tun sie auch noch heute, Technisches und Modernes vereinfacht. Sie haben die Wissenschaft für alle verständlich gemacht. So entstanden Museen mit Figuren, in denen Körper aus Wachs ausgestellt waren. Anatomische Darstellungen mit Körpern ohne Haut, eine gesunde und eine kranke Leber, um zu zeigen, wie gefährlich das Trinken sein kann. Es gab auch Karussells wie das hinter uns, ein Paradebeispiel für die Vereinfachung, weil das Fahrrad ab 1861, seit es das Tretlager gab, auf Jahrmärkten zu sehen war. Ein neuer Antrieb wurde entdeckt und es gab mehr Fahrräder auf den Jahrmärkten als auf den Straßen. Dieses Karussell hat einen doppelten Antrieb, Dampfkraft und Strom. Gerade der Dampfantrieb wurde viel für Jahrmarktsattraktionen verwendet und natürlich in der Landwirtschaft. Das Getreide auf den Feldern wurde mit Dampfmaschinen gedroschen. Auf den Jahrmärkten lief alles ausschließlich mit Dampfkraft. Nach 1900 wurde dann immer mehr der Strom auf den Jahrmärkten verwendet. Es gibt viele Karussells mit Pferden. Man wird also zum Reiter und spielt eine Rolle. Das Publikum wird zum Darsteller und muss irgendwie in die Rolle schlüpfen, sonst kommt man sich dumm vor auf diesem Pferd, das sich im Kreis dreht. Aus diesem Grund ist das Karussell ein reichhaltig verziertes Schmuckstück. Die einzelnen Felder der Dachumrandung und die Abdeckung für die Figuren sind verziert. Auch der Mast in der Mitte und die Verkleidung für den Antrieb. Die Pferde sind echte Skulpturen an gewundenen Stangen festgemacht. All diese verzierten Teile schaffen ein Bühnenbild, das den zum Darsteller werdenden Zuschauer in seinen Bann schlagen soll. Er soll zum Reiter werden und voll und ganz in den Augenblick eintauchen. Es war die Zeit, in der die Mechanik nicht mehr für den Krieg, sondern für das Vergnügen genutzt wurde. Erfindungen und Entdeckungen dienen heute dazu, Welten zu schaffen, in denen die Menschen träumen können, statt wie früher im Krieg Tränen zu vergießen. Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis dieser unterschiedlichen Entwicklungen, die ich Ihnen beschrieben habe. Ich wollte ein Traumland schaffen, das aus den Quellen der Vergangenheit schöpft und gleichzeitig in die Moderne passt. Deshalb kann man hier auf einem Karussell in die Pedale treten, aber auch digitales Hightech genießen. Offenheit und Freiheit ist unsere Devise. Thank you.